Der ehemalige Präsident Kataloniens, Carles Puigdemont, könnte nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein an Spanien ausgeliefert werden. In einer Pressemeldung heißt es, die Ausschreitungen in Katalonien hätten ein solches Ausmaß gehabt, dass man davon ausgehe, dass Puigdemont wegen des Vorwurfs der Rebellion auszuliefern ist. Puigdemont bleibt aber zunächst auf freiem Fuß in Deutschland. Das Oberlandesgericht sieht keine erhöhte Fluchtgefahr.